Der Katzenbergtunnel ist ein Teilstück der Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel. Dadurch, dass sie durch den Tunnel fahren, entfällt natürlich die Schallbelastung. Insgesamt sparen wir 10 Minuten Fahrzeit ein im schnellen Personenverkehr, einfach hier im Katzenbergtunnel. Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel. Die bestehende Rheintalbahn hat ihre Kapazitätsgrenze erreicht und muss viergleisig ausgebaut werden. Zwischen Bad Bellingen und Efringenkirchen befindet sich der 9,4 Kilometer lange Katzenbergtunnel, der die Linienführung der alten Rheintalbahn begradigt. Er führt durch den Randbereich des Markgräfler Landes im Bereich Isteiner Klotz. Züge mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde werden in Zukunft durch den drittlängsten Eisenbahntunnel Deutschlands geführt. Möglich wird dies durch den Einbau einer Hochgeschwindigkeitsoberleitung. Planer und Ingenieure verwirklichen ein neues Einbauverfahren für die eingleisigen Tunnelröhren, die aus vorgefertigten Betonsegmenten bestehen, den sogenannten Tübings. Die Innovation hier am Katzenbergtunnel besteht darin, dass wir auf jegliche Halfenschienen, also Hilfskonstruktionsschienen zur Befestigung der Oberleitung verzichten konnten. Stattdessen werden an präzise bestimmten Bohrpunkten Dübel und Anker in die Tunnelringe eingelassen. Zentimeterarbeit. Der Tübing ist 2 Meter breit und in diesen 2 Meter Breite sind 3 Dübelgassen eingearbeitet in einer Breite von 8 Zentimeter. In diesen 8 Zentimetern werden die Dübel eingemessen und dort muss gebohrt werden. Die Ausleger zur Befestigung der Fahrleitung sind exakt 48 Meter voneinander entfernt. Aufgabe der Fahrleitungsingenieure ist es, diese festgelegten Abstände über eine Länge von 9 Kilometern so lange komplett zu verschieben, bis sie perfekt in die Dübelgassen passen, die die Lage der Bohrlöcher vorgeben. Die Bohrteams arbeiten auf fahrbaren Arbeitsbühnen, die speziell für den Katzenbergtunnel konzipiert sind. Der Baustellenverkehr kann die Bühne unterfahren. So ist paralleles Arbeiten im Tunnel möglich. Es ist soweit. Die Bohrungen beginnen. Der Kompressor läuft. Unterdruck fixiert die schweren Bohrschablonen exakt auf Position. Der Bohrstaub wird sofort abgesaugt. Staub setzt sich nicht nur an den Tunnelwänden ab und blockiert möglicherweise Feingeräte. Der frisst sich fest, wird erst bei höheren Geschwindigkeiten, bei den ersten Zugfahrten dann gelöst und verhindert vor allen Dingen die Sicht bei den ersten Durchfahrten. Je nachdem, welche Bauteile der Oberleitung am Tübing befestigt werden sollen, setzen die Monteure eine bestimmte Anzahl von Dübeln und Ankern, die ein sogenanntes Bohrbild ergeben. Für jedes Bohrbild gibt es eine Schablone, 9 insgesamt. Saubere Bohrlöcher sind mitentscheidend für die Langlebigkeit der Verbindung. Die Männer setzen rund 7000 mechanische Anker. In dieser Bauweise müssen alle Bauteile gebohrt werden. Und für die Bauteile, wo sehr hohe Schnittkräfte wirken, werden wir einen 20er Verbundanker nehmen, um diese Kräfte aufzufangen. Die Kartuschen der Verbundanker enthalten 2 Chemikalien, die miteinander reagieren, sobald der Behälter zerstört wird. Der Gewindeanker ist innerhalb kürzester Zeit in den Beton geklebt. Man könnte einen PKW daran aufhängen, so stabil ist diese Verbindung. Grundsätzlich fließt Bahnstrom vom Unterwerk über die Fahrleitung zum Stromabnehmer des Fahrzeugs und über die Schienen wieder zum Unterwerk zurück. Im Tunnel müssen zusätzlich alle Bauteile wie Hängesäulen und Ausleger geerdet sein. Sie sind deswegen mit dem Rückleiter verbunden, den die Männer an der Tunneldecke installieren.
Diese Komponente der Fahrleitung bezeichnet man als Versorgungsleitung. Die sogenannte VL versorgt die 9 Kilometer lange Strecke mit Strom. Der Fahrdraht, von dem der Zug den Strom abnimmt, wird über diese Versorgungsleitung zusätzlich gespeist. Die Aufhängungen für die VL sind innerhalb der Dübelgassen an der Tunnelwand montiert. Das neue Montagekonzept bewährt sich. Insgesamt konnten wir über 1,5 Millionen Euro durch diese Lösung sparen. Und die Innovation wird auch schon erfolgreich in anderen Tunnelvorhaben umgesetzt. Nahezu jedes Bauteil ist für den Einbau im Katzenbergtunnel entwickelt oder modifiziert worden, um den Anforderungen des Hochgeschwindigkeitsbetriebes gerecht zu werden. Das gilt auch für die Ausleger, die für eine Geschwindigkeit von bis zu 330 km pro Stunde konstruiert sind. Deswegen die Bezeichnung RE 330. Was zunächst simpel und ungenau aussieht, wird am Ende des Tages eine zentimetergenau ausgerichtete Fahrleitung ergeben. Denn von der Lage des Fahrdrahtes hängt es ab, ob der Zug gleichmäßig mit Strom versorgt wird. Die Spezialisten von Balfour Beatty Rail arbeiten mit höchster Konzentration daran, zunächst das Tragseil und anschließend den Fahrdraht einzuziehen. Jeder Handgriff muss sitzen. Schließlich wiegen Tragseil und Fahrdraht pro Kilometer 1500 Kilo. Aber nur die Aufhängung am Tragseil allein reicht nicht aus, um den Fahrdraht exakt zu halten. Denn im Betrieb verändert er seine Lage durch den Kontakt mit Stromabnehmern und Temperaturschwankungen. Deswegen wird der Fahrdraht durch die Radspanner mit 27 kN straff abgespannt. Die Fahrleitung steht und ist bereit für die ersten Tests. Im Betrieb können Züge den Tunnel in 2 Minuten und 15 Sekunden durchfahren. Das entspricht Tempo 250 für die 9,4 Kilometer. Und es gibt Reserven. Alle Oberleitungssysteme sind geprüft und als Bauart RE 330 zugelassen. Das hat folgende Vorteile. Die RE 330 gibt uns die Möglichkeiten, in der Zukunft alle Geschwindigkeiten bis zu diesem Grenzwert zu fahren. Und zweitens, sie hält länger.